Ich habe heute Morgen über Wahrscheinlichkeit gesprochen und den Begriff der Wahrscheinlichkeit eingeführt, als Anzahl der günstigen Fälle durch Anzahl der möglichen Fälle, die sogenannte Laplace-Wahrscheinlichkeit. Manchmal spricht man auch von einer Wahrscheinlichkeitsdichte. Da wird also quasi die Wahrscheinlichkeit, der Begriff der Wahrscheinlichkeit noch mit einem Wort aus der Physik oder so verknüpft, nämlich der Dichte. Das kann man sich vielleicht mit einem kleinen Beispiel kurz einführen lassen. Stellen Sie sich vor, Sie machen irgendein biologisches Experiment. Sie möchten gerne eine Maus in einem Labyrinth da oder in einem Käfig herumlaufen lassen. Und die Maus macht dann hier diese Bewegung, läuft da vielleicht so und dann so, läuft vielleicht öfters mal der Wand entlang. Das sind so die Spuren, die Maus dann macht, wenn sie da eine Weile herumgelaufen ist. Und wenn man das lange genug laufen lässt, so, dann sieht man, da gibt es Orte, wo die Maus vielleicht häufiger ist. Da in den Ecken, sage ich jetzt mal, das ist nur das Beispiel, weil das stimmt von der Biologie her. Und da gibt es Stellen, wo sie vielleicht seltener ist. Wenn man jetzt alle möglichen Positionen der Maus anschaut und jetzt eine spezielle Stelle herauspickt, wo es einem interessiert, wie oft war sie dann hier, da kann man quasi aus der Dichte dieser roten Linien dann etwa abschätzen, eben wie wahrscheinlich ist die Maus an der Stelle gewesen. Es ist das vielleicht, wenn ich die Fläche so groß wähle, sagen wir mal 1% gewesen in dieser Fläche drin. Ich hätte aber auch die Fläche größer wählen können. So zum Beispiel. Und dann wäre die Chance, dass die Maus da drin gewesen ist, also aus der Dichte dieser roten Linien, vielleicht 5% gewesen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da die Maus in einer bestimmten Zone findet, hängt auch noch davon ab, wie groß wir die Zone definieren. Und um diese Geometrieabhängigkeit quasi rauszueliminieren, geht man eben sehr gerne auf die Dichte und sagt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit pro Fläche oder pro Zone, pro Zonenfläche. Und das nennt man eben die Wahrscheinlichkeitsdichte. Das heißt, dann wird die Wahrscheinlichkeit P dividiert durch die Fläche, die man dabei betrachtet. Das gibt dann eine Zahl pro Quadratmeter oder pro Quadratzentimeter oder so. Das nennt man Wahrscheinlichkeitsdichte. Wenn man das dann auch zum Beispiel hier oben die Wahrscheinlichkeitsdichte hat, von sagen wir mal 1% pro Quadratzentimeter oder so, dann kann ich sofort auch sagen, ja gut, wenn ich jetzt die Fläche vergrößere und da das diese Zahl als Mittelwert nehme für die Fläche, dann wird diese Wahrscheinlichkeitsdichte mit der Fläche multipliziert dann direkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann in dieser Fläche drin ist. Dass die Wahrscheinlichkeitsdichte ist also die Wahrscheinlichkeit pro Fläche oder im Raum pro Volumen. So kann man zum Beispiel im Raum, sagen wir jetzt mal, wenn Sie da einen Käfig haben mit Fliegen, die da herumfliegen, da kann man sich auch Wahrscheinlichkeitsdichten vorstellen und sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Fliege dann in diesem Volumen drin ist, ist dann vielleicht 3% pro Kubikmeter oder so. Jetzt solche Wahrscheinlichkeitsdichten braucht man eben auch in der Theorie der mikroskopischen Teilchen. Die wird ja in der Quantenmechanik gelehrt. Und dort lernt man, dass die Elektronen zum Beispiel oder auch die Protonen und die mikroskopischen Teilchen durch Wellenfunktionen beschrieben werden. Also Wellen, wie man sie auch in der klassischen Physik verwendet, allerdings dann mit komplexen Elongationen. Und die Bedeutung dieser Wellenfunktion ist die, dass ihr Betragsquadrat, also wenn man die Wellenfunktion im Betragquadrat nimmt, dass die zu tun hat mit dieser Wahrscheinlichkeitsdichte. Also wenn die Wellenfunktion große Amplituden hat, heißt das immer auch, dass das Teilchen dann häufiger vorkommt. Wenn wir jetzt mal beispielsweise ein Elektron in einem Atom anschauen, dann sagen wir mal, klassisch gesehen ist das Elektron da verteilt und fliegt da vielleicht so wie so fliegen da um den Atomkern herum. Und die Beschreibung mit diesen Wellenfunktionen liefert mir dann eben eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Eine Zahl, die also angibt, wie wahrscheinlich ist es, dass das Elektron in einem bestimmten Volumenelement dann ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Zonen, wo das Elektron mit 90% Wahrscheinlichkeit zum Beispiel vorkommt, dann mit einer Oberfläche versieht. Also wenn man sagt, innerhalb
einer solchen Oberfläche ist dann das Elektron mit 90% Wahrscheinlichkeit drin. Man kann die Fläche so groß wählen, wie vorher bei der Maus, dass man 90% Chance hat, dass es da drin ist. Dann wird diese Oberfläche dann sehr oft so markiert, wie so eine Wand, und dann spricht man auch von einem Orbital. Also das S-Orbital in einem Wasserstoffatom ist eine runde Kugel. Man weiß, innerhalb dieser Kugel ist dann das Elektron mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, die man dann eben dann im Prinzip mit der Kugeloberfläche dann definiert hat. So gibt es dann auch andere solche Situationen, stationäre Zustände von Elektronen, wo dann vielleicht die Oberfläche irgendwie so aussieht, also eine Art Hantel. Das sind dann die sogenannten P-Orbitale, wo das Elektron dann ist, wenn es einen Drehimpuls hat, dass der nicht null ist. Und auch da ist dann die Bedeutung dieser Keulen, die das dann innerhalb dieser ausgezeichneten Oberfläche das Elektron mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vorkommt, zum Beispiel mit 90% Chance. Und so kann man dann eben auch ausrechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron zum Beispiel in unmittelbarer Nähe des Kerns ist. Die ist ja natürlich dann kleiner, aber so eine Wahrscheinlichkeit braucht man dann zum Beispiel, um auszurechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit für einen Elektron-Capture, einen K-Einfang, ist etwas, was in der Nuklearphysik dann vorkommt, also in der Kernphysik. Also das sind die Wahrscheinlichkeitsdichten, im Unterschied zur Wahrscheinlichkeit selbst, wo die Geometrie, die Umgebung keine Rolle spielt.